Das sind Zukunftsvisionen, die garantiert nicht in die so umgesetzt werden, wie sich das vielleicht die Autohersteller oder der VDA vorstellen. Moin Moin, hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mal wieder mit einem neuen Video. Nachdem wir so viele Live-Sendungen gemacht haben, immer noch dabei sind, ist es jetzt mal wieder Zeit, ein Video zu machen, in dem wir uns zwei Studien angucken, die sich mit dem Thema Umweltauswirkungen von Elektrofahrzeugen beschäftigen. Das ist ja ein Thema, was uns und euch sicherlich immer wieder sehr beschäftigt. Und wir wollen einerseits den Tesla Umweltreport von 2019, der jetzt veröffentlicht wurde, mal ein bisschen uns genauer angucken. Wollen mal dort an einigen Stellen ein bisschen in die Tiefe gehen. Das machen wir, um euch, falls ihr Interesse habt an dem Thema Elektromobilität, mit Informationen zu versorgen. Falls ihr einsteigen wollt in das Thema, habt ihr sicherlich dazu ganz viele Fragen, vielleicht auch Unsicherheiten, die wollen wir versuchen zu beantworten. Und wenn ihr vielleicht schon im Thema Elektromobilität drin seid, vielleicht schon selber ein Elektroauto fahrt, das muss nicht unbedingt ein Tesla sein, dann kommt ihr sicherlich öfters in die Situation, mit Leuten über euer Elektroauto zu sprechen. Und dann werdet ihr vielleicht immer wieder jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten die Diskussion führen müssen, ja, so ein moderner Verbrenner, wie es jetzt immer heißt vom VDA, neue Vorschriften, die man dort wahrscheinlich rausgegeben hat, oder ein sogenannter sauberer Verbrenner, wie sie ja jetzt heißen, sei doch mit seinen durchschnittlich, was weiß ich, 120, 140 Gramm CO2 dem Elektroauto locker ebenbürtig. Man müsste gar nicht umsteigen, und dass das totaler Unfug und Unsinn ist, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir gucken uns also jetzt erst einmal ein paar Aussagen aus dem Tesla Report an, und anschließend wollen wir das aber auch noch vergleichen mit einem anderen Hersteller. Ich will aber an dieser Stelle jetzt im Video noch nicht verraten, welcher andere Hersteller das sein wird. Einerseits möchte ich ein bisschen die Spannung aufrechterhalten, und andererseits wollen wir uns jetzt erstmal auf hier Tesla ein bisschen fokussieren. Ich habe den Report hier schon mal aufgemacht. Rocketman ist hier unterwegs auf dem Weg zum Mars in seinem Tesla Roadster. Und wir gucken uns nicht den ganzen Report an. Das würde viel, viel zu umfangreich sein. Der ganze Report hat 57 Seiten. Ihr könnt ihn auf der Tesla Investors Relations Seite finden und runterladen in Englisch. Liest sich aber ganz gut. Und wir gucken uns ein paar ausgewählte Stellen davon an. Das Ganze ist natürlich jetzt der Blick auf die Zahlen von Tesla, die wir so an der Stelle nicht weiter nachkontrollieren können. Wir nehmen einfach hier jetzt mal die Angaben des Herstellers und schauen uns mal an, was Tesla sagt zu seinen Umweltauswirkungen, und gehen dazu direkt mal auf die Seite 6. Dort geht das nämlich los hier. Environmental Impact, also Umweltauswirkungen. Sehr schönes Bild hier reingestellt in diesen Report. Wenn man das sieht, hat man natürlich sofort Lust, irgendwie loszufahren und irgendwo anzuhalten und diese Landschaft und dieses Wetter zu genießen. Wie gesagt, ich werde euch jetzt nicht den Report im Einzelnen irgendwie vorlesen, sondern ich habe ihr, das seht ihr hier schon, mir ein paar Stellen in Rot markiert. Die wollen wir einfach mal uns angucken. Wie gesagt, versucht dem Ganzen möglichst, sage ich jetzt mal, wirklich aufmerksam zu folgen, denn wir wollen ja nachher auch diesen Vergleich zu dem anderen Autohersteller ziehen. Okay, Tesla geht erstmal hin und behauptet erstmal hier oben mit dem Absatz, Elektroautos sind auf jeden Fall, was die CO2-Emissionen angeht, besser als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Sie gehen davon aus, dass es bei all diesen Betrachtungen, die es bisher dazu gegeben hat, es hat eine Menge Betrachtungen dazu gegeben, immer zu sogenannten Omissions, also Auslassungen gekommen ist. Und diese Auslassungen, die das wahre Bild der Umweltfreundlichkeit oder Umweltfeindlichkeit, wie auch immer, von Tesla-Fahrzeugen bzw. von Elektrofahrzeugen insgesamt betrachtet, sind folgende. Erstens, man bezieht sich bei diesen Vergleichen immer auf diese Testverfahren, die man nimmt, um zum Beispiel den Verbrauch oder den Verbrauch von Benzin bzw. Diesel oder Elektrokraft, also Strom, zu verziehen. Und das bezieht sich immer zum Beispiel auf diesen WLTP-Test, oder in Amerika ist ja auch der EPA-Test dort sehr stark verbreitet.
Das Problem ist aber, es sind halt Testverfahren. Und Testverfahren, die braucht man natürlich auf der einen Seite, um einfach Fahrzeuge miteinander vergleichen zu können. Was die aber dann tatsächlich in der Welt draußen auf der Straße tatsächlich verbrauchen oder an Emissionen ausstoßen, das wissen wir ja nicht letzt erst seit dem Dieselskandal, eine ganz andere Welt. Stichwort NEFZ, der alte Testzyklus in Europa hatte zum Beispiel bei den Verbräuchen und CO2-Emissionen eine Abweichung von bis zu 42%. Beim WLTP geht man von ungefähr 20% aus. Der EPA aus den USA soll noch etwas genauer sein. Also, hier gibt es immer Unterschiede. Dann geht man hin und sagt, ja, Tesla spricht natürlich hier, ja, man sollte betrachten, dass Teslas Fahrzeuge, der Powertrain, der Antriebsstrang besonders effizient ist. Das wird auch häufig nicht beachtet. Dann, ganz wichtiger erster Punkt, geht man davon aus, dass das typische Elektrofahrzeug in seinem Leben mindestens einmal mit einem neuen Akku versehen werden muss. Warum auch immer, ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich habe es tatsächlich auch schon mal so gelesen. Wir hatten vom ADAC mal eine Studie, glaube ich, wo man davon ausging, dass man nach 150.000 Kilometer den Akku tauschen muss. Viele von euch wissen, dass das natürlich kompletter Unfug ist. Dann Punkt D, unheimlich wichtig, dass immer wieder vergessen wird, dass Benzin und Diesel nicht an der Tankstelle wachsen. Wir haben oft und oft und oft und immer öfter darüber gesprochen. Benzin und Diesel sind hochindustrielle Produkte, die müssen gefördert, die müssen abgebaut werden, die müssen transportiert werden, die müssen in der Raffinerie verarbeitet werden. All das erzeugt CO2-Emissionen, darf man nicht vergessen, wird aber auch heute immer wieder unterschlagen. Und dann natürlich, was das ganze Thema Batterieherstellung angeht, werden ganz häufig Studien herangezogen, die veraltete Daten haben. Jetzt muss ich an der Stelle mal gleich einhaken und sagen, leider bietet uns der Tesla Umweltreport aber auch keine genauen Daten. Wahrscheinlich liegt es das daran, dass man die Zellen eben noch zum Teil oder zum größten Teil von anderen Herstellern bezieht, von denen man vielleicht auch keine genauen Daten hat, weiß man nicht so. Also da fehlt mir, das sage ich schon mal so vorwegschieben, so ein bisschen der Überblick oder beziehungsweise die Aussage. Dann finde ich aber wiederum sehr gut, sagen Sie, wenn man die ganzen Umweltauswirkungen betrachtet, darf es nicht immer nur um die Treibhausgasemissionen gehen, sondern natürlich auch um die Emissionen von zum Beispiel Stickoxiden oder um die Emissionen von Feinstaubpartikeln, die auch dazu beitragen, dass die Luft schlecht wird, übrigens auch das Klima beeinflussen, denn Stickoxide zum Beispiel sind Vorläufersubstanzen, um Feinstaub zu bilden und Feinstaub ist dunkel und absorbiert Sonnenlicht, führt also zur Erwärmung. Und dass Menschen daran sterben. Ja, hier ist die Rede von 4 Millionen Menschen, die pro Jahr auf der Welt sterben, weil sie in verdreckter Luft leben müssen. Und Elektrofahrzeuge können hier natürlich dazu beihelfen, lokal die Luftsituation deutlich zu verbessern. Ob das dann auch global ist, hängt natürlich von der Art der Stromerzeugung ab und so weiter und von anderen Dingen, zu denen wir gleich hier kommen. Aber ja, das ist richtig. Ein Elektrofahrzeug hat tatsächlich in Innenstädten natürlich den Effekt, dass die Luft besser ist. Wir können uns ja mal umgekehrt vorstellen, was los wäre, wenn wir all unsere Geräte, Laptops, Toaster und so weiter und so fort mit Verbrennungsmotoren betreiben würden. Dann könnten wir in unserem Haus schon nicht mehr arbeiten. Und da wissen wir auch, dass die Emissionen vielleicht woanders stattfinden. Also zur lokalen Luftverbesserung tragen sie definitiv bei. Das wird häufig absolut vergessen. Tesla sagt auch, dass man in Betracht ziehen muss, dass Tesla zum Beispiel auch dafür Sorge trägt oder beziehungsweise im Angebot hat, dass mehr Solarenergie erzeugt wird und daraus sauberer Strom erzeugt wird. Das muss man anrechnen. So, dann kommt ja mal ein Abschnitt, den ich sehr interessant finde. Sie vergleichen nämlich jetzt mal die Verbräuche mit dem durchschnittlich, also die Verbräuche eines Tesla Model 3, Standard Range Plus, mit dem durchschnittlichen Verbrauch einer vergleichbaren Limousine in den USA. Und diese Limousine, die man hier nimmt, aus dem Jahr 2019, erreicht 23,6 Meilen per Gallon. Ihr wisst, die Amerikaner geben das nicht in Liter pro 100 Kilometer an, sondern in Verbrauch pro Meile. Ich habe das mal umgerechnet, 26 Meilen pro Gallone, das sind ungefähr 10 Liter auf 100 Kilometer. Und wenn man jetzt die Vorläuferemissionen mit einberechnet, die eben durch die Vorkette der Treibstoffbereitstellung dazukommen, landet man bei immerhin 420 Gramm CO2 pro Meile und umgerechnet auf unsere Metrik wären das 260 Gramm CO2 pro Kilometer. Das ist echt eine ganze Menge.
Und diese Zahlen finde ich absolut nachvollziehbar, wenn man sich so anguckt, was heute so eine Mittelklasse Limousine verbraucht. Guckt mal in die Prospekte rein, rechnet das um und rechnet nochmal 15% für die Vorkette drauf, dann kommt ihr ziemlich genau auf diesen Wert. Das ist also ein Irrsinn. Wir sind noch weit, weit davon entfernt, tatsächlich 95 Gramm pro Kilometer zu schaffen. Dann geht man weiter und sagt, na ja, wenn man das Ganze jetzt mal, das ist natürlich wesentlich schlechter als bei einem Elektroauto, ja, das liegt wesentlich drunter. Selbst wenn man das vergleicht mit einem Toyota Prius, der 56 mpg schafft, was also ja, mehr als das Doppelte sogar ist, dann würde das immer noch bei 110 Gramm pro Kilometer sein. Ich habe das mal umgerechnet und das kann ich ungefähr bestätigen. Wir fahren ja auch einen Toyota Prius 3 und da komme ich, wenn man im Durchschnitt so auf ungefähr 100 Gramm CO2 pro Kilometer, also ungefähr 4 Liter, wenn man dann nochmal diese 10-15% Vorkette draufrechnet, kommt man ziemlich gut auf diesen Wert. Also hier haben sie tatsächlich das richtig gemacht. Sie sagen auch, der große Vorteil von Elektroautos, das wissen wir auch und wer es vielleicht, wem es noch nicht so bewusst war, ist natürlich, dass mit jedem neuen Solarmodul, das ans Netz geht, mit jeder neuen Windkraftanlage der Strom grüner wird und damit natürlich auch alte Elektrofahrzeuge von diesem besseren Strommix profitieren. Das geht bei einem Verbrenner nicht. Dann müsste man schon ja, irgendwie synthetische Kraftstoffe beimischen. Das wird ja immer diskutiert. Stichwort E-Fuels, also Kraftstoffe, flüssige Kraftstoffe, die mit Hilfe von erneuerbaren Energien gewonnen werden. Da könnte man sicherlich 3 Stunden drüber reden. Das wird so schnell nicht kommen. Das sind Zukunftsvisionen, die garantiert nicht in die so umgesetzt werden, wie sich das vielleicht die Autohersteller oder der VDA vorstellen. Also, das im Prinzip kann man sagen, dass während der Verbrenner eigentlich immer schlechter wird, wird das Elektroauto immer besser. Das ist die klare Aussage hier. Dann, das seht ihr hier auch, haben sie mal hier so verschiedene Balkendiagramme gezeigt, wo man, ich habe mal zwei hier markiert mit den beiden roten Pfeilen rechts. Das eine ist ein Tesla Model 3, das persönlich genutzt wird, und zwar mit einem Strommix geladen wird, der hier nicht näher definiert ist. Also sie sprechen in diesem Report von dem amerikanischen Strommix, der, wenn man New York zum Beispiel nimmt, relativ sauber ist oder wenn man Michigan nimmt, sehr schmutzig ist. Wenn man das vergleicht mit dem CO2-Emissionen pro Meile mit einem durchschnittlichen Limousine mit Verbrennungsmotor, dann seht ihr hier diesen grauen Balken deutlich höher. Also das ist eine klare Aussage, die Sie hier treffen. Gehen wir mal ein bisschen weiter, dann gehen Sie noch mal ein bisschen genauer auf den Strommix ein, der ja sehr entscheidend ist für die Ökobilanz von einem Elektrofahrzeug und sagen zum Beispiel, wenn man mal den Strommix in New York nimmt, ja, der relativ sauber ist, dann hätte ein Elektrofahrzeug, das mit diesem Strommix geladen wird, umgerechnet auf einen Verbrenner eine Benzineffizienz von 144 mpg. Und sie schreiben dazu in Klammern, so ein Auto gibt es nicht. Es gibt also keinen Verbrenner, der diesen Wert schafft. Bitte denkt daran, Prius, sehr, sehr sparsamer Verbrenner mit Hybridantrieb, schafft gerade so 56 mpg. Ja? Also da ist schon mal ein Riesenunterschied. Und selbst wenn man jetzt zum Beispiel ist hier gesagt, in Michigan lädt, wo 64% des Stroms aus Kohle und Gas erzeugt wird, dann liegt man beim Elektrofahrzeug bei umgerechnet 55 mpg. Und das heißt also, dass selbst wenn der Strom sehr, sehr schmutzig ist, man mit dem Elektrofahrzeug mindestens gleich auf ist mit einem sehr, sehr, sehr effizienten, sparsamen Verbrenner, Klammer auf, und davon gibt es in den USA relativ wenig. Ihr wisst, was dort für Autos gefahren werden. Okay, gehen wir in dem Report mal ein bisschen weiter. Wir überspringen mal hier. Hier geht es um die Effizienzen der Fahrzeuge. Und jetzt kommen wir mal zu dem Carbon Footprint even further. Das heißt, hier betrachten Sie jetzt ein bisschen die Herstellungsemissionen. Das ist ja auch so ein Punkt, der immer wieder kommt, dass man sagt, ja, im Betrieb ist das ja alles okay, aber die Herstellung des Elektroautos und gerade die Herstellung der Batterie ist ja ganz furchtbar und ganz schmutzig und bringt einen riesen CO2-Rucksack mit. Also hier haben Sie ein sehr schönes Balkendiagramm, was ich hier mit diesen roten Pfeilen mal so ein bisschen verunstaltet habe. Wir gucken uns einfach nur mal an 2019. Da haben wir also unten den dunkelblauen Bereich. Sie haben ausgerechnet für Ihre Fahrzeuge, für den Tesla Model 3, jetzt sind Sie bei 25 Gramm CO2 pro Meile, nur für das Batteriepack. Und 30 Gramm CO2 pro Meile für den Rest des Fahrzeuges. Wenn man das zusammennimmt, kommt man auf ungefähr 55 Gramm pro Meile und umgerechnet sind das nur noch 34 Gramm CO2 pro Kilometer.
Und sie zeigen auch hier das Chart von 2017. Da gibt es eine leichte Verbesserung, zumindest bei der Fahrzeugherstellung. Das ist ein Punkt, den ihr euch merken solltet. Fahrzeugherstellung. Bei der Batterie ist der Fortschritt noch nicht so ganz gegeben. Sie gehen aber sehr stark davon aus, steht in dem Report drin, dass auch die Herstellung der Batterie in den nächsten Jahren deutlich effizienter wird. Vor allem die Batterien sehr, sehr viel länger halten werden. Dann erzählen Sie ein bisschen was, schreiben was über das Werk in Shanghai, dass das schon wesentlich effizienter ist als Fremont. Dann geht es hier um die Haltbarkeit der Batterien. Sie geben eine Degradation der Batteriezellen an von 15%. Das steht hier. Und zwar in einem Bereich zwischen 150 und 200.000 Meilen. 200.000 Meilen wären rund 320.000 Kilometer, wenn ich mich nicht ganz geirrt habe. Und dort verliert die Tesla-Batterie ungefähr 15% im Durchschnitt. Und wir wissen das von vielen, vielen anderen Elektroautos. Das ist so ähnlich, ja. Das heißt also, die Annahme, dass ein Elektroauto mindestens im Leben mal eine neue Batterie braucht, die ist in den allermeisten Fällen Unfug. Ja, das ist Quatsch. Und das hat natürlich auch sehr stark was mit der Umweltbilanz des ganzen Fahrzeuges zu tun. Sie sagen hier auch ganz klar, das Recycling von der Batterie und von den ganzen Materialien, was da drin ist, ist unheimlich wichtig. Und das Elektroauto bietet hier die einmalige Chance, all diese Materialien, die hier verwendet werden, wieder zu benutzen. Sie sagen später auch, das klappt, das machen sie noch nicht im Moment mit allen Materialien, nur mit denen, die besonders hochwertig sind. Aber im Vergleich zu einem fossil angetriebenen Fahrzeug, wo man das Benzin, das man aufwendig herstellt, zur Tankstelle bringt und dann verbrennt, kann man das nicht. Verbrannt ist verbrannt, du kriegst es aus der Luft nicht wieder zurück. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und sie sagen auch, dass jede Batterie, die nicht mehr den Ansprüchen der Nutzer genügt, bei Tesla erstmal gecheckt wird, ob man sie nicht reparieren kann, ob man Zellblocks austauschen kann. Die geht durch einen Service durch. Das heißt also, sie legen sehr, sehr starken Wert, bevor man die Batterie dann tatsächlich ins Recycling gibt, beziehungsweise in die, ja, was auch immer mit dem Rest passiert, wahrscheinlich Endlagerung, keine Ahnung, wird auf jeden Fall versucht, die Batterie nochmal wieder frisch zu machen, so dass man damit weiterfahren kann. Sehr, sehr guter Ansatz. Batterie Recycling ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, wenn es darum geht, wie umweltfreundlich ist eigentlich ein Elektrofahrzeug. Und sie geben hier an, ich fasse das mal zusammen, dass sie nur bei ausgesuchten besonders wertvollen Elementen tatsächlich das Recycling auch durchführen und aber daran arbeiten, dass das auch bei den Materialien passieren wird in Zukunft, die nicht diesen hohen Wert haben. Wo man also heute noch sagen muss, das haben wir auch schon öfters gehört, hier lohnt sich das Recycling einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht, dass sie aber definitiv dorthin gehen wollen. Sie arbeiten mit verschiedenen Drittanbietern zusammen, die das Recycling durchführen und wollen jetzt in Nevada, in der Gigafactory dort, ein völlig neues Batterie-Recycling-Prozess aufbauen. Der wird sicherlich auch nach Shanghai und nach Berlin und in die anderen Gigafactories kommen, denn irgendwann werden diese Batterien anfangen zurückzukommen. Ist übrigens ganz spannend, steht auch drin, die ersten oder die einzigen Batterien, die sie überhaupt zurückkriegen, sind Batterien aus Testfahrzeugen und ganz, ganz wenige von Herstellerfahrzeugen, weil die einfach noch nicht weit genug gefahren sind. Tolle Sache. So, dann sprechen Sie hier nochmal in diesem Abschnitt an, wie wichtig es ist, doch die Luftqualität aufrechtzuerhalten, zeigen hier zwei sehr eindrucksvolle Grafiken, und zwar einmal vor und einmal während der Corona-Hochzeit, also Februar 2020 und Mai 2020. Wir können hier in Europa deutlich sehen, wie viel besser die Luft geworden ist, also die Verbesserung der Luftqualität, was zum Beispiel Stickoxide angeht oder Feinstaubpartikel angeht, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der in der Diskussion um die Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen zu kurz kommt, muss man ganz klar sagen. Gut, Wasser. Wenn wir uns an die Diskussion um die Gigafactory 4 erinnern, dann war das Thema Wasserverbrauch von Anfang an ein richtiger Aufreger. Es wurde gesagt, es wird viel zu viel Wasser verbraucht und wir trocknen alle aus und so weiter und so fort. Will das irgendwie gar nicht runtermachen, sondern natürlich ist es total wichtig, sich um das Thema Wasser zu kümmern. Wasser ist eine unfassbar wichtige Ressource für uns alle, für das gesamte Ökosystem, in dem wir leben. Sie schreiben aber auch hier, dass sie es geschafft haben, inzwischen den Wasserverbrauch, um ein Fahrzeug herzustellen, um 45% gesenkt haben. Also in Zahlen ausgedrückt von 5,2 auf 2,9 Kubikmeter. Was sie aber auch hier sagen, ich habe es hier an der Seite mal rot eingerahmt, was
in der ganzen Diskussion immer wieder so schön vergessen wird, dass der Wasserverbrauch, den man hat, um aus fossilen Energien Strom zu erzeugen, irrsinnig hoch ist. Denn was passiert in einem fossilen Wärmekraftwerk? Da wird Wasser verdampft. Und dieses Wasser, was man da verdampft, muss irgendwo herkommen und geht in die Luft. Ja, das wird irgendwo wieder niederregnen, aber es wird aus dem Ökosystem entnommen und entweicht als Kühldampf, also als Dampf, als Wasserdampf in die Atmosphäre, der dort erstmal das Klima beeinflusst. Und sicherlich irgendwann wieder niederregnet, aber fossil betriebene Kraftwerke haben auch einen unfassbar hohen Wasserverbrauch, muss man ganz klar mal unterstreichen. Und deswegen sagen Sie hier klar, wie wichtig es ist, dass wir auf erneuerbare Energien umsteigen, denn dort haben wir nicht diesen exorbitanten Wasserverbrauch. Brauchst natürlich Wasser zur Herstellung von Windrädern und von Solarmodulen und weiß der Teufel alles, aber dann ist es erledigt und dann ist gut, ja. Und ein thermisches Kraftwerk braucht ununterbrochen große Mengen an Wasser. Ich weiß, dass die zum Teil auch wiedergewonnen werden, aber trotzdem ist es ja irgendwo schon komisch, dass fossile Kraftwerke und auch Atomkraftwerke immer an Flüssen gebaut werden. Also, ne? Da steckt schon was dahinter. Also der Wasserverbrauch ist deutlich gesunken. Das wird auch immer weiter verbessert werden. Und das ist ein gutes Zeichen, das sollten wir auch mal denjenigen verdeutlichen, die Probleme oder die Sorgen haben, besser gesagt, zum Beispiel mit dem Bau der Gigafactory in Grünheide. Wir nehmen das ernst. Das ist kein Thema, von dem wir irgendwie wegreden. Keiner von uns hat Lust, dass man den Wasserhahn aufmacht und dann kommt nichts mehr raus, nur weil damit Autos gebaut werden. Aber wir tun alle unser Bestes und Tesla tut es auch. Ich glaube denen das, weil sie. Das ist, finde ich, auch eine Selbstverständlichkeit. Okay, so, dann machen wir jetzt mal einen Sprung auf die nächste Seite. Hier geht es nochmal um das Thema Energieerzeugung. Tesla kann, und das bitte ich auch nochmal euch, das bitte ich darum, dass ihr euch das merkt für den quasi zweiten Teil dieses Videos. Also ich bin der Meinung, Tesla ist einer, wenn nicht sogar der einzige Hersteller, der nicht nur Fahrzeuge baut und verkauft, sondern der auch Energiesysteme entwickelt, baut und verkauft. Das heißt, dieser Kreislauf oder dieser Kreis, den man hat, also Fahrzeuge, die man bauen muss, die brauchen Energie und dann muss ich mich auch selber darum kümmern, dass diese Energie erzeugt wird und das auf möglichst umweltfreundliche Art und Weise. Da ist, glaube ich, Tesla, das muss man denen lassen. Korrigiert mich, schreibt es in die Kommentare. Keine Ahnung. Der einzige Hersteller, der auch Solaranlagen verkauft und auch vertreibt und aktiv vermarktet. Das ist nicht immer ganz glatt gelaufen bei denen, aber sie tun es. Das ist mir von anderen Autoherstellern nicht bekannt. Also ich wüsste nicht, dass ich, wenn ich mir ein ID.3 bestelle, bei VW auch gleich eine Solaranlage bestellen kann. Was ich gut finde, macht es. VW, Audi, Daimler, Skoda, Hyundai, Kia, ihr alle, Renault da draußen, bietet euren Kunden gleich Solaranlagen an. Das kann doch auch ein Geschäft sein, ja? Macht das mal. Finde ich eine ganz wichtige Sache. Entscheidend ist dieses Chart hier. Dieses Chart zeigt an, dass sie wesentlich mehr Energie durch ihre Solaranlagen produziert haben, als sie in all ihren Fabriken verbraucht haben. Das ist krass, oder? Also, die machen sich sozusagen ihre eigene CO2-Kompensation. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Das ist mir so noch gar nicht bewusst gewesen. Das finde ich wirklich super. Und da geht es also nicht nur darum, die Solarzellen bei den Fabriken auf die Dächer zu packen, sondern es geht auch darum, Solar ins Feld zu bringen. Denn eine Solaranlage, die auf irgendeinem Dach installiert wird, die ist natürlich, hat eine ganz andere Wirkung auf Nachbarn und so weiter und so fort, als eine Solaranlage, die auf einem Fabrikdach ist, wo sie keiner sieht. Natürlich ist die da wichtig. Die ist auch auf dem Aldi-Dach und auf dem Lidl-Dach wichtig. Ist alles richtig. Aber für die Breitenwirkung, glaube ich, ist das toll, wenn man sehen kann, hey, ich habe ein Elektroauto, egal welches, und ich habe mich auch um die Energieversorgung gekümmert. Wenn ihr bei euch keine Solaranlage installieren könnt, kann man sich an Anlagen beteiligen, gibt es viele Möglichkeiten. Aber das finde ich irgendwie sehr, sehr cool. Und das geht auch noch relativ cool weiter, aber jetzt mache ich mal einen Sprung auf die Seite 30. Das heißt, ich scrolle mich mal ein bisschen hier durch. Ich merke, das ist schon wieder, wird schon wieder viel zu lang. Aber es muss, glaube ich, sein. Denn bleiben wir mal dabei bei dem Thema Energie. Also Tesla Energy,
ist ja, wie gesagt, dieses Geschäftsfeld Energieerzeugung. Und hier dieses Beispiel aus Hornsdale aus Australien, wo man gesagt hat, wir bauen hier diese große Speicheranlage und vergrößern die jetzt auch noch, um das Stromnetz zu stabilisieren, um Stromausfällen vorherzukommen und hier Wind- und Sonnenenergie zwischenzuspeichern. Das ist also so ein Projekt, was wirklich ganz, ganz fantastisch ist, was ein tolles Beispiel dafür ist. Das geht auch noch weiter. Und jetzt finde ich es eigentlich, jetzt wird es noch viel spannender, nämlich diese neuen Megapack-Speicheranlagen. Ich bin ja jetzt kein Tesla-Fanboy und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so mega neu ist oder ob es das schon eine Weile gibt, aber ich finde das toll. Diese Megapacks, also praktisch diese, wenn man so will, containerartigen Speichersysteme mit allem drum und dran, so habe ich es verstanden, lassen sich viermal so schnell aufbauen wie ein entsprechend leistungsfähiges fossiles Kraftwerk. Und sie sind vor allem viel, viel billiger als ein vergleichbares fossiles Kraftwerk. Und zwar vergleichen Sie es hier speziell mit Gaskraftwerken, die man ja braucht, um Stromspitzen zum Beispiel abzufedern. Das heißt also, dass es für Stromversorger und auch sicherlich für Netzbetreiber, die das Problem haben, dass sie immer wieder Leistungsspitzen ausgleichen müssen, wahrscheinlich jetzt schon wesentlich attraktiver ist, solche Batterie, sagen wir mal Batteriekraftwerke aufzubauen, als irgendwo ein Gaskraftwerk hinzustellen. Und das sollte uns doch mal zu denken geben und das sollte vielen, vielen zu denken geben, gerade weil ja auch in diesem Bereich häufig nicht nur gedacht wird, was ist gut für die Umwelt, sondern auch, was ist einfach wirtschaftlicher. Denn Spitzenlaststrom ist der teuerste Strom, den es überhaupt gibt. Okay. Solar Roof hatten wir kurz angesprochen. Ja, und der nächste Punkt, der auch nochmal natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Kobalt. Ja, Kobalt ist so ein Ding, was Elektromobilität zu Recht anhängt. Das ist ein Rohstoff, der in Teilen der Welt unter problematischen Bedingungen gewonnen wird. Ich weiß, dass Kobalt in extrem vielen anderen Produkten drin ist. Wir haben dazu auch schon Videos gemacht. Und das ändert aber nichts daran, dass man sich darüber Gedanken machen muss, Kobalt auf eine möglichst umweltschonende, aber auch auf eine möglichst soziale Art und Weise zu gewinnen. Und Tesla schreibt selber hier, sie wissen um die Probleme auch der Kinderarbeit in Kongo. Und sie tun alles dafür, um den Abbau von Kobalt entsprechend von bestimmten Richtlinien, die sich hier auch beschreiben, zu verbessern. Und insbesondere auch also die Kinderarbeit hier rückt hier in den Fokus. Das ist Ihnen bewusst. Sie schreiben es zumindest, dass Ihnen das sehr bewusst ist und dass Sie alles tun, um entsprechend diese Richtlinien einzuhalten. Und auch wenn Sie das Kobalt von Zulieferern bekommen und von Drittzulieferern bekommen, dort darauf zu drängen. Das machen andere übrigens auch, also nicht nur Tesla. Es machen aber leider noch nicht alle, muss man auch mal klar und deutlich sagen, dass die Subunternehmer, sie werden direkt hier genannt, Subsuppliers steht hier drin, also die Unterlieferfirmen sozusagen dazu angehalten werden, diese Standards einzuhalten. Also man ist sich der Thematik bewusst. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass wahrscheinlich der erste Hersteller, der es vielleicht schafft, auf Kobalt in Batteriezellen zu verzichten, vielleicht Tesla sein wird. Vielleicht schafft es auch eine andere Firma. Jedenfalls kann sich Tesla durchaus auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben in unseren Batteriezellen den niedrigsten Kobaltanteil. Andere können sich da noch eine Scheibe von abschneiden. Das Ganze bitte jetzt hier nicht als Tesla-Werbevideo verstehen, sondern einfach mal, es geht darum, auf die Umweltauswirkungen, dass also ein Unternehmen klar und deutlich sagt, wo haben wir hier noch Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Und da ist auch Tesla, das liest man aus diesem Text auch raus, sie sind sich auch bewusst, wo sie überall noch die Lücken haben und wo noch was gemacht werden muss. So, dann habe ich noch zwei Punkte, nämlich es geht ja bei all diesen Dingen nicht immer nur um die Herstellung, sondern es geht zum Beispiel auch um die Mitarbeiter. Das ist, finde ich, auch ein Punkt, der bei allen Arbeitgebern sehr, sehr wichtig ist. Gehen wir mal hier auf die Seite 46. Ich hoffe, die baut sich jetzt hier auf. Genau. Hier schreiben Sie mal zum Beispiel, wie Sie sich für die Gesellschaft engagieren, dass Sie zum Beispiel Partnerschaften haben mit Schulen, dass Sie in den Bildungsbereich reingehen, dass man die Fabriken besuchen kann, dass Sie sich speziell auch um die Mädchen kümmern. Hier ist ein sogenannter Girl to Engineering Day. Das gibt es bei uns, das nennt sich Girls Day. Es gibt aber bei uns auch einen Boys Day, wo also Mädchen extra eingeladen werden, um in Berufe reinzuschnuppern, die man nicht klassisch zu den Frauenberufen, wenn es sowas überhaupt gibt, erzählen wohl. Finde ich eine tolle Sache. Sie, das ist jetzt wieder typisch amerikanisch, beschäftigen sich auch hier mit dem Veteranenprogramm. Na gut, das ist etwas, was uns jetzt nicht so ist. Und letzter Punkt.
Auf der Seite 47 haben Sie auch ein Mobilitätsprogramm für Beschäftigte. Und auch das ist ja ein Punkt, der vor gar nicht allzu langer Zeit beim Thema Gigafactory genannt wurde. Wenn da alle Mitarbeiter mit ihren Firmen-Teslas hinfahren, das wurde mal von der Partei der Linken, ich sage es jetzt einfach mal ganz krass so behauptet, die Firmenmitarbeiter würden ja alle super billige Teslas bekommen, dann fahren die garantiert alle mit dem Tesla hin und jeder Einzelne pro Schicht 3000 und dann haben wir ein Riesenverkehrsproblem und warum dann nicht mit dem Zug hingefahren wird. Haben wir alles schon mal besprochen. Ist natürlich alles Quatsch, was Sie da erzählt haben. Mitarbeiter kriegen keine verbilligten Autos und die fahren vielleicht auch einen Hyundai i10 oder was auch immer, keine Ahnung was. Aber Tesla bietet hier in den USA bereits ein Ridesharing-Programm an für ihre Mitarbeiter und ich bin mir relativ sicher, es gibt ja keinen Grund, das nicht auch in Berlin anzubieten für die Mitarbeiter, die in der Gigafactory arbeiten. Sie schreiben hier also von 6.000 gemeinsamen Fahrten und von 40.000 vermiedenen Carpools, die sich sogar, dieses hat sich sogar verdoppelt. Also hier auch wieder ein Beitrag, die Umweltauswirkungen der Produktion zu vermindern, selbst außerhalb der Fabrik, also dazu beizutragen, dass die Mitarbeiter möglichst umweltfreundlich zur Fabrik kommen. So, das war jetzt der erste Teil, der Blick in diesen Umweltreport von Tesla. Viele spannende Daten. Ob die Zahlen alle so stimmen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich nehme sie einfach mal hin, wie sie sind. Wir haben so ein paar Punkte angesprochen, die wir, denke ich, alle auch gut nachvollziehen können. Und jetzt ist natürlich die Frage, die Schlussfolgerung daraus, die müsst ihr selber ziehen. Also ob ihr jetzt sagt, finde ich alles total super oder das reicht mir alles noch nicht. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Und jetzt ist die Frage, mit wem vergleichen wir das denn jetzt? Welcher andere Autohersteller auf der Welt bietet sich an, hier jetzt mal in den Vergleich, in den Ring zu gehen mit Tesla? Ihr könnt jetzt einen Augenblick überlegen und im zweiten Teil des Videos vergleichen wir dann Tesla mit. Bis zum nächsten Teil.